Willkommen zur vierten Folge von Angezockt. Jetzt spielen wir das Spiel Metroid, auch auf dem NES erschienen. Ja, ich gehe erstmal die NES-Spiele durch, des Botschafterprogramms. Erschienen ist es 1988, wie ihr natürlich wieder lesen könnt. Ich werde leider aber auch von den vorherigen Videos dieses nicht heranzoomen können. Es ist jetzt, wie es ist. Es tut mir leid. Ich bemühe mich, dass es besser wird. Ja, tut mir echt leid. Es geht weiter mit Metroid. Und Metroid ist ein Jump'n'Run. Wir haben wahrscheinlich wieder das gleiche Problem. Genau. Oh, Moment. Die Musik. Ja, genau. Start. Start. Jump and Shoot. Side-Scrolling. Ja. Ich muss sagen, gebe ich ehrlich zu, ich kann mit Metroid nicht so viel anfangen. Ich werde es jetzt einfach mal spielen. Bisschen. Das fängt ja schon gut an. Einfach mal zum Zeigen. Ich werde es mir nicht weiter antun. Ehrlich, leider. Ach so. Genau. Ich habe schon gleich was vergessen. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Juppa! 3 Stück. Eben war es nur noch einer. Genau. Hier war der Ball. Wie ging das noch? Ah ja. Aber wir haben noch keine Bomben, wie man sieht. Kann man gebrauchen. Energie sollte man einsammeln. Oh nein. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen soll. Man sammelt sich nach und nach Items und man ist. Man will. Entschuldigung. Man will eigentlich. Eigentlich ist man auf der Suche nach den Metroids. Das Spiel heißt ja nicht umsonst Metroid. Und will sie vernichten. Das ist eigentlich die große Geschichte. Und ich darf nicht. Ach nee, wenn sie nicht vereist sind, darf ich nicht drauf. Also ich habe mir schon natürlich Speedruns angeguckt. Ich will ja wissen, wovon ich rede. Tue ich trotzdem nicht, aber wissen, wovon ich rede, meine ich. Aber das ärgert mich. Nein. Ich weiß zwar nicht, wovon ich hier rede, aber. Boah, das fällt so schwer. Und man merkt schon in der Animation, es ruckelt ganz leicht. Also ganz leichte Verzögerung. Eigentlich müsste ich mal Energie holen. Fällt mir gerade auf. Und wie weit geht der Tunnel nach oben, Mensch? Wer kommt da? Und tschüss. Ja, da ist es passiert. Beim ersten Metroid damals gab es keine Speicherfunktion. Da gab es diese Passwörter, die ihr gerade seht. Es war damals sehr lustig, die abzuschreiben, habe ich mir sagen lassen, da man von den Sprites manchmal 0 und O oder sonst welche Buchstaben nicht unterscheiden konnte. Deswegen war das bestimmt eine sehr lustige Angelegenheit. Aber der 3DS hat eine kleine Speicherfunktion, wie man sieht. Der Morphball ist trotzdem da. Morphball, genau. Wir spielen gerade 4 Minuten und ich habe irgendwie immer noch keine Lust auf dieses Spiel. Ich weiß nicht, es ist nicht so meins. Man muss es mögen, tatsächlich. Mal gucken, was die dort für Items geben, tatsächlich. Oder auch nicht. Es gibt auch verschiedene Items dann später.
Super, natürlich, natürlich. Natürlich. Später gibt es dann auch Morph-Bomben. Es gibt verschiedene Waffen, die man kriegen kann. Oh, geht kaputt. Also es gibt so ein Plasma-Beam, Ice-Beam, Wave-Beam. Also Ice-Beam ist Eis, wie er schon sagte. Wave-Beam geht durch Wände durch. Plasma-Beam ist einfach nur besonders stark. Was gibt's denn noch? Super-Bombe gibt's später auch noch. Damit kann man eine richtig große Explosion hervorführen. Und spezielle Wege freilegen. Man kann... Was kann man denn alles? Meine Güte. Es gibt auch, soweit ich noch weiß, verschiedene Anzüge. Müsste es noch geben. Genau, endlich. Jetzt haben wir es erreicht. Ein Ausgang. Mal gucken, was hier ist. So, erstmal wieder einstellen. Noch mal ein bisschen scharf stellen. Das ist echt schlimm hier. Gehen wir mal einfach geradeaus, würde ich mal sagen. Anzüge, ja, genau. Also ich meine, es ist auch schon hier verschiedene Anzüge gibt im ersten Teil. Als ob ich es könnte, als ob ich Profi wäre. Oh nein. Nee. Mal gucken, was hier ist. Also, wie gesagt, ich habe... Na super. Ich habe mir nur verschiedene Let's Plays, Speedruns angeguckt. Ist klar. Und mehr auch nicht, natürlich. Ja, super. Was fängt das hier an? Jetzt fängt das ja schon wieder an. Okay. Also viel mehr werden wir eh nicht sehen. Ich bin eigentlich schon dabei, auszumachen. Also es gibt später auch verschiedene Speicherplätze. Das, man startet nicht immer wieder von hier. Später startet man auch von den Aufzügen. Es sind verschiedene Aufzüge, die führen in verschiedene Gegenden rein. Und wenn man dann den Cheat eingibt, dann startet man an der startet man am Aufzug und nicht direkt von ganz vorne. Ich muss ja den ganzen Weg wieder hochdappen. Wie geht das? Zurücksetzen. Ich möchte nämlich was probieren. Es gab damals, aber ja, tatsächlich weiß. Ach ja, wo das sein könnte. Es war ja zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich probiere mal was. Continue, genau. Ich probiere mal was, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Es gab nämlich so einen Cheatcode. Aber ich weiß halt nicht, wie er geschrieben wird. Ja, es gab mal den Cheatcode Justin Bailey, tatsächlich. Der zeigt Samus dann in kompletter Rüstung, nicht in kompletter Rüstung, er zeigt dann Samus ohne Anzug. Kann man auch löschen irgendwie? Ohne Anzug kann man die dann sehen. Hier steht ohne nichts. Ich schreibe es einfach in die Beschreibung. Ich gucke mir mal den Cheat raus und schreibe ihn in die Beschreibung drin rein. Okay.
Dann zeigen wir gerade mal, was als nächstes kommt. Als nächstes kommt NES Open Tennis. Nee, Tennis, Entschuldigung. NES Open Tournament Golf. Genau, Tennis, nee, Golf. Ja, wird interessant. Okay, dann bis zur nächsten Folge.